Wir brauchen den Schnittwinkel zwischen einer Ebene E und einer geraden G. Da es um Winkel zwischen Ebene und Gerade geht, brauchen wir nicht die Formel Cosinus Alpha gleich, sondern Sinus Alpha gleich. Das heißt, ich rechne also Sinus Alpha gleich der eine Vektor mal dem anderen Vektor, U mal V durch Betrag von U und Betrag von V. Auch hier könnte man oben den Betrag nehmen, wenn man wollte. Was sind die beiden Vektoren? Der eine Vektor ist der Richtungsvektor von der Geraden. Der andere Vektor ist der normalen Vektor von der Ebene. Das heißt, der normalen Vektor wird aus den Zahlen gebildet, die vor dem x1, x2, x3 stehen. Das heißt, mein normalen Vektor ist hier 1, 2, minus 2. Und das nehme ich als ersten Vektor. 1, 2, minus 2. Der zweite Vektor ist der Richtungsvektor von der Geraden, also 4, 2, 4. Unten stehen die Beträge der beiden Vektoren, also Betrag Wurzel aus 1 Quadrat plus 2 Quadrat plus minus 2 Quadrat. Mal Wurzel vom zweiten Richtungsvektor, also 4 Quadrat plus 2 Quadrat plus 4 Quadrat. So, was kommt da raus? Sinus Alpha gleich. Oben habe ich ein Skalarprodukt, rechne also einmal 4. Ach, rechne das gleich aus. Einmal 4 gibt 4. Plus 2 mal 2 sind nochmal 4. Plus minus 2 mal 4 sind minus 8 durch Wurzel aus 9 mal Wurzel aus 36. Ich erhalte Sinus Alpha gleich 4 und 4 minus 8 sind 0. 0 durch egal was, ich erhalte also Sinus Alpha gleich 0. Und wenn Sie das im Taschenrechner eintippen, erhalten Sie Alpha gleich 0. Was bedeutet das? Wenn ich eine Gerade habe und eine Ebene und der Winkel ist 0 Grad zwischen den beiden, dann muss die Gerade in der Ebene liegen. Oder parallel, Entschuldigung. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Der Winkel ist 0 Grad, das heißt, entweder ist die Gerade in der Ebene enthalten oder die Gerade und die Ebene sind parallel. Streng genommen ist keins von beiden gefragt, ich müsste es also nicht zwingend untersuchen. Ich kann einfach sagen, der Schnittwinkel ist 0 und damit bin ich glücklich.